Station 1 Asklepios Klinik Birkenwerder, intensivmedizinischer Bereich. Hier werden Menschen professionell entwöhnt, Patienten, die über Tage, Wochen und Monate künstlich beatmet wurden. Das optimale Ziel für uns ist natürlich die komplette Entwöhnung von der Beatmung, keine Frage. Wir haben eine relativ gute Quote der Entwöhnung hier, also annähernd 90-95% der Patienten werden entwöhnt. Die anderen 5% der Patienten steht bei uns im Vordergrund, dass sie die höchstmögliche Lebensqualität erreichen mit unserer Therapie. Birkenwerder, 25 Kilometer nördlich von Berlin, ist ein traditioneller Medizinstandort. Bereits 1898 eröffnete ein Sanatorium. Heute steht auf dem Gelände die Asklepios-Klinik. Für Patienten ein Standort der Spitzenmedizin, für die Mitarbeiter ein zukunftsorientiertes Unternehmen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wieder gut geschlafen. Prima. Na dann, jetzt spielt mal schön. Ja. Tschüss, Mami. Tschüss. Die Wiening-Station. 14 modern eingerichtete Bettenplätze. 10% der Patienten werden aus den eigenen Fachabteilungen überwiesen. Der Großteil kommt aus Berlin-Brandenburger Kliniken. Die meisten Patienten, die zu uns kommen, haben eine sogenannte Critical Illness Polyneuropathie. Das heißt, die Muskeln und die Nerven sind komplett degeneriert durch Antibiotikagabe, durch Stillliegen im Bett über mehrere Wochen. Angeboten werden alle intensivtherapeutischen Möglichkeiten. Das Team ist multiprofessionell, besteht aus Medizinern, Therapeuten, Pflegekräften, Psychologen und Sozialdienst. War sie denn in der Nacht so weit kardiopulmonar stabil, dass wir sie verlegen können heute? Ja, im Prinzip hatten wir keine Probleme. Also vom Kreislauf her war sie eigentlich super drauf. Mir geht's gut. Keine großen Blutdruckabfälle, keine Rhythmusstörungen. Also eigentlich können wir sie problemlos verlegen. Das ist eigentlich eines der herausragendsten Merkmale für uns, dass wir also mit mehreren Therapeuten an den Patienten arbeiten, insbesondere eben auch die Ergotherapie, die Logopädie ist extrem wichtig, die Physiotherapie, keine Frage, und natürlich auch das Management der Beatmung durch den Arzt und durch die Pflegekräfte. Prima. Sieht gut aus, machen Sie super. Die Rehabilitation beginnt am ersten Tag. Für jeden Patienten wird ein individuelles physio- und ergotherapeutisches Programm aufgelegt. Die Abläufe werden flexibel gehalten. Wir sind der Meinung, dass wir deutlich bessere Erfolge erzielen, wenn wir also permanent den Patienten beüben. Einfach weil wir gesehen haben, dass je eher wir anfangen, mit dem Patienten auch physiotherapeutisch zu arbeiten, desto kürzer ist die Verweildauer in unserer Klinik und desto besser sind die Weaning-Erfolge. Trotz aller frühtherapeutischen Maßnahmen kann eine Entwöhnung längere Zeit dauern. Der Patient muss psychisch stabil gehalten werden. Diese Aufgabe übernehmen Sozialarbeiter und Psychologen der Klinik. Ein- und ausatmen. Genau. Schön. Es ist so, dass viele Angstprobleme haben, aber auch, wenn man sagen, gedrückte Symptomatik, so depressive Episoden zu bewältigen haben. Es geht vorwiegend erstmal zunächst darum, eine große Motivation zu schaffen, die Patienten zur Mitarbeit zu bewegen. Schaffen wir, probieren Sie mal wieder die Arme. 82% der Patienten verlassen die Asklepios-Klinik ohne maschinelle Unterstützung. Die Rückverlegungsrate in die zuweisende Klinik oder ein anderes Akutkrankenhaus liegt bei null.